Ich möchte nochmal, bevor wir zum Thema Rekursion kommen, noch ein paar Punkte rekapitulieren, die mit Methoden, mit der Ausführung von Methoden insbesondere zu tun haben. Zum Beispiel dieser Punkt hier. Wir haben schon geklärt, wenn wir Methoden ausführen, dann wird jedes Mal, wenn eine Methode aufgerufen wird, auf dem Call-Stack ein Frame für alle Informationen, die zu dieser Methode gehören, zum Beispiel die Rücksprungadresse, die Parameterwerte, die Referenz, mit der diese Methode aufgerufen wird und so weiter, abgelegt. Und wenn diese Methode dann abgearbeitet ist, dann wird dieses Frame wieder dann zurückgenommen. Der Stackpointer wird dementsprechend hoch und runter gesetzt. Wir haben also einen Stack, einen Stapel von Informationen für alle Methoden, die gerade schon aufgerufen, aber noch nicht beendet worden sind. Und jedes Mal, wenn in der innersten Methode, die ja die ist, die ausgeführt wird, dann wieder eine neue Methode aufgerufen wird, wird eben entsprechend der Stapel erweitert. Anderes Thema, das ich ganz kurz nochmal ansprechen möchte, ist das Thema Parameter. Wir haben die Möglichkeit, in Java Methoden Parametern zu geben, die dann intern verwendet werden können, wie Sie es hier sehen. Und das muss nicht nur ein Parameter sein, das können auch mehrere sein. In Java sehen Sie durch Komma voneinander getrennt. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema Rekursion. Sie sehen hier immer noch in Java eine erste rekursive Methode. Diese Methode macht noch gar nichts, sie dient rein der Illustration. Was heißt jetzt rekursiv? Rekursiv heißt der Name dieser Methode M. Den finden Sie hier. Diese Methode M mit einem Parameter vom Typ int. Diese Methode wird intern in der Methode M nochmal aufgerufen. Das heißt, sie ruft sich selbst auf. Jetzt nicht in alle Ewigkeit. Also wenn wir jetzt hier kein if n größer 0 hätten oder etwas, dann würde die Methode sich in alle Ewigkeit weiter aufrufen. Aber hier sieht es also so aus, wenn wir beispielsweise m mit 3 aufrufen, dann wird intern m ist größer, 3 ist größer 0, also wird m mit 2 aufgerufen, geht wieder in die Methode rein, 2 ist größer 0, wird mit 1 aufgerufen, geht wieder in die Methode rein, wird mit 1 aufgerufen und am Ende mit 0. 0 ist nicht größer 0. Wird dann nicht mehr rekursiv m wieder aufgerufen, sondern die Rekursion hört auf. Es geht dann weiter an diese Stelle und die Methode mit n gleich 0 ist beendet. Dann geht es wieder zurück in den Methodenaufruf mit n gleich 1, geht wieder an diese Stelle und so weiter und so fort, sodass sich diese Ausgabe hier ergibt. Ja, diese erste Ausgabe auf dem Bildschirm, das sind die ersten vier Ausgaben hier. Jedes Mal, wenn wir in die Methode reingehen mit n gleich 3, n gleich 2, n gleich 1, n gleich 0, wird hier erst einmal, bevor es rekursiv weitergeht, die Zahl n, der Zahlenwert, ausgegeben. So, und irgendwann sind wir hier dann mal wirklich bei n gleich 0, wo es nicht mehr rekursiv weitergeht. Dann wird in jedem der momentanen Methodenaufrufe mit 0 zuerst, dann ist dieser Methodenaufruf beendet, dann mit 1, dann ist dieser Methodenaufruf beendet, dann mit 2 ist dieser Methodenaufruf beendet, mit 3 ist dieser Methodenaufruf beendet. Sind alle diese Aufrufe jeweils beendet und haben jeweils nochmal ausgegeben, was das n in diesem Methodenaufruf ist. Hier können Sie das Bild nochmal sehen auf dem Callstack. Zuerst wurde m mit n gleich 3 aufgerufen, dann mit n gleich 2, n gleich 1, n gleich 0. Jedes Mal erst einmal vor dem rekursiven Aufruf n ausgegeben, sodass wir also erst 3, 2, 1, 0 sehen. Und dann, wenn dieser letzte Methodenaufruf fertig ist, also wenn es hier klar ist, dass es rekursiv nicht mehr weitergeht, weil eben 0 nicht kleiner 0 ist, dann wird nochmal auf dem Bildschirm das aktuelle n ausgegeben, die 0, zurückgesprungen, dieser Frame wird entfernt, wird dieser Methodenaufruf weiter ausgeführt mit n gleich 1. Alles, was hier noch auszuführen ist, ist die Ausgabe auf dem Bildschirm, wird also 1 aufgegeben, zurückgesprungen, wird dieser Methodenaufruf fortgesetzt und zu Ende ausgeführt, wird also die 2 auf dem Bildschirm ausgegeben und am Ende noch die 3. Und so kommt dann die Ausgabe von der letzten Folie insgesamt zustande. So, damit haben wir im Prinzip geklärt, wie Rekursion aussieht,
Wir sehen uns einfach mal ein paar Beispiele aus der elementaren Mathematik an, von Funktionen, die tatsächlich auch rekursiv in der Mathematik definiert sind und die wir eins zu eins dann in rekursive Methoden in Java umsetzen können. Wir haben hier die Fakultät, die Fibonacci-Zahlen und den Binomialkoeffizienten. Für jedes von diesen mathematischen Konstrukten gibt es, so wie Sie das hier sehen, jeweils eine Definition in rekursiver Form. Es gibt auch alternative Definitionen, die nicht rekursiv sind, aber hier geht es ja um das Thema Rekursion, also betrachten wir diese Definition und setzen die jetzt um. Das ist erst einmal die Fakultätsfunktion rekursiv umgesetzt und wir erlauben uns hier auch wieder Bildschirmausgaben hineinzusetzen, damit wir sehen, was da passiert. Was passiert, ist im Grunde dasselbe wie eben in dem illustrativen Beispiel. Wir fragen ab, ob die Fakultät größer 0 ist. Wenn die Fakultät nicht größer 0 ist, dann ist es, also nein, Entschuldigung, wir fragen ab, ob n größer 0 ist. Wenn n nicht größer 0 ist, dann ist das Ergebnis die Fakultät 1 und genau das kommt hier auch heraus. Wenn hingegen das n größer 0 ist, dann ist die Fakultät von n gerade n mal rekursiv die Fakultät von n minus 1. Haben wir 1 zu 1 die Formel von einer letzten Folie umgesetzt. So, und dann können wir ja auch verstehen, was hier vor sich geht. Wir haben immer hinter die Rekursion jeweils die Bildschirmausgabe eingesetzt. Das heißt, wie wir eben auch im illustrativen Beispiel gesehen haben, geht es dann rückwärts. Das heißt, vom innersten Aufruf, vom untersten Aufruf mit n gleich 0 hoch n gleich 1, n gleich 2 und so weiter und so fort. Und genau das sehen wir auch. Zuerst geht es rekursiv immer weiter runter. Wenn wir mit 6 aufrufen beispielsweise, also erster Aufruf mit 6, dann rekursiv mit 5, mit 4, mit 3, mit 2, mit 1, mit 0. Da ist aber noch keine Ausgabe auf dem Bildschirm hier eingebaut, sondern erst jetzt kommen die Ausgaben auf dem Bildschirm zum Tragen. Der allerunterste Aufruf mit n gleich 0, der kommt nicht weiter in eine Rekursion, sondern geht dann hier weiter, gibt also 0 aus und das, was in Result momentan steht, die 1, ist dann beendet. Der zweite Aufruf mit n gleich 1 kommt dann auch hierhin und gibt dann sein Ergebnis aus und so weiter und so fort. Und Sie sehen, durch diese Multiplikation, die wir hier immer machen, kommen Schritt für Schritt dann eben die Fakultätswerte aus. Auf jeweils für die Zahl n, die hier auf der linken Seite steht, ergibt sich hier tatsächlich immer die Fakultät nach dieser rekursiven Formel, die wir 1 zu 1 hier in Java umgesetzt haben. So, Fibonacci ist dann auch nicht allzu schwer. Hier haben wir jetzt eine Besonderheit gegenüber eben, nämlich, dass wir zweimal rekursiv aufrufen. So ist die Formel. Die für n kleiner gleich 1 ist die Fibonacci-Zahl von n gleich 1 definiert und für n größer 1 ist die Fibonacci-Zahl von n definiert als Fibonacci von n minus 1 plus Fibonacci von n minus 2. Genau das haben wir 1 zu 1 hier umgesetzt. Binomialkoeffizient ist jetzt etwas komplizierter, aber im Prinzip dasselbe. Auch hier wieder, wir müssen, um den Binomialkoeffizienten rekursiv zu berechnen, zweimal diese Methode rekursiv aufrufen, um dann die Ergebnisse zu addieren. Noch ein weiteres Beispiel. Nullstellenberechnung bei einer stetigen Funktion mit Vorzeichenwechsel. Sie wissen, wenn Sie eine Funktion haben in einem abgeschlossenen Intervall und am einen Ende ist diese Funktion größer gleich 0 und am anderen Ende ist die Funktion kleiner gleich 0, dann hat diese stetige Funktion eine Nullstelle. Die kann man schrittweise mit Intervallhalbierung eingrenzen. Und das ist genau das, was Sie hier unten sehen. Die weiteren Details dieser Folie können Sie gerne nachlesen in den Folien, die hier wieder mit der rot-gelben Wolke oben rechts referenziert sind. Die brauchen uns jetzt nichts weiter zu interessieren. Was interessant ist, ist die Rekursion an dieser Stelle hier. Das ist genau der Grund, warum Intervallhalbierung funktioniert. Wenn ich also eine Nullstelle habe, wenn ich weiß, dass ich eine Nullstelle in einem Intervall AB habe für diese stetige Funktion, dann weiß ich, dass entweder
in der linken Hälfte oder in der rechten Hälfte mindestens eine Nullstelle ist oder beides. Und das kann ich daran bestimmen, wenn ich in die Mitte schaue, ob da jetzt gegenüber links ein Vorzeichenwechsel stattgefunden hat oder ob von der Mitte bis rechts ein Vorzeichenwechsel stattfindet. In einem solchen halbierten Teilintervall, wo ein Vorzeichenwechsel ist, hat eine stetige Funktion aus demselben Grund wie fürs gesamte Intervall wieder eine Nullstelle. Und genau das steht hier auch drin. Dass entweder links, wenn dort Vorzeichenwechsel ist, mindestens eine Nullstelle ist oder rechts. Entsprechend, natürlich kann es auch auf beiden Seiten sein, aber wir suchen hier nur eine Nullstelle und können das halt nach diesem einfachen Prinzip vorgehen. Und so sieht dann die ganze Methode aus. Wir haben hier eine beliebige Funktion versteckt hinter dem Interface Double-to-Double Function, das uns schon in einem anderen Video begegnet ist. Das ist einfach eine Funktion, die, Entschuldigung, das ist ein. Ja, es repräsentiert eine Funktion, aber es ist ein Interface mit einer Methode apply, bekommt ein Double und liefert ein Double zurück. Und wie der Name Double-to-Double Function aussagt, repräsentiert ein solches dieses Interface, also jede Klasse, die dieses Interface implementiert, realisiert eine reelle Funktion, eine Funktion, die die reellen Zahlen in die reellen Zahlen wieder abbildet. Und das bedeutet, dass wir diese Methode Find Zero, mit der wir eine Nullstelle in einem Intervall AB berechnen wollen, dass wir die im Prinzip auf jede Art von mathematischer Funktion anwenden können. Wir müssen nur eine entsprechende Klasse implementieren, die dieses Interface dann implementiert. Und hier sehen Sie dann die Rekursion, um die es hier eigentlich geht. Hier ist der Rekursionsabbruch nochmal. Wenn wir nahe genug, wenn das Intervall so klein ist, dass die Nullstelle so nah an unseren jetzigen Intervallgrenzen und an der Mitte des Intervalls ist, dass wir das als Ergebnis akzeptieren, dann ist die Rekursion zu Ende. Wenn das nicht der Fall ist, gucken wir, wo der Vorzeichenwechsel stattfindet, in welchem der beiden Intervalle, und rufen dann mit diesem Intervallgrenzen die Funktion, die Methode Find Zero nochmal rekursiv auf. So, jetzt kommen wir zu Racket. Hier sehen Sie nochmal die Fakultätsfunktion als Methode in Java realisiert. Ich habe mir jetzt die Freiheit genommen, zum besseren Vergleich hier den Bedingungsoperator herzunehmen, um den Rückgabewert in einem einzigen Ausdruck zu definieren. Das ist ja 1 zu 1 das. Das hatten wir schon mal in dem Video zu Basics von Racket geklärt. Das ist 1 zu 1 das, was auch die if-Konstruktion in Racket beinhaltet, sodass wir einfach hier 1 zu 1 die einzelnen Bestandteile miteinander vergleichen können. Und wir können es auch praktisch vorlesen. Falls n gleich 0 ist, erster Parameter zur if-Funktion, dann soll das Gesamtergebnis, das durch diese Funktion factorial zurückgeliefert wird, gleich dem zweiten Parameter der if-Konstruktion sein, ansonsten gleich dem dritten Parameter. Und wir haben schon gesehen in dem Video zu Basics von Racket, wie solche Ausdrücke gebildet werden. Wir müssen halt aufpassen, dass wir sämtliche Klammern, die notwendig sind, dann auch tatsächlich setzen. So, es ist instruktiv und das werden wir auch bei diversen rekursiven Funktionen in Racket uns dann immer wieder anschauen. Es ist instruktiv, sich anzuschauen, was da eigentlich abgeht, wie das dann tatsächlich ausgewertet wird, was Racket im Hintergrund macht, um am Ende das Ergebnis zu berechnen. Das sehen Sie hier so ein bisschen schrittweise aufgeführt. Mit Dr. Racket können Sie tatsächlich auch die Abarbeitung von Funktionen schrittweise sich anschauen. Sieht ein ganz klein bisschen anders aus als hier, aber auf solche Feinheiten kommt es nicht an. Wir können uns das gerne hier anschauen in dieser Schreibweise. Das ist der Aufruf. Mit 4 wird diese Funktion factorial zur Berechnung der Fakultät aufgerufen. Das wird erstmal ausgewertet dazu, dass 4 mit Factorial von 3 zu multiplizieren ist. Das heißt, hier geht es dann weiter und das sehen Sie wieder genau dasselbe. Da 3 auch größer 0 ist, wird es dahingehend ausgewertet, dass die 3 mit Factorial von 2 multipliziert werden muss.
Auch 2 ist größer 0, das heißt also 2 muss mit Factorial von 1 multipliziert werden. Ist immer noch größer 0, also 1 muss mit Factorial von 0 multipliziert werden. 0 ist nicht größer 0, also wird hier jetzt die 1 eingesetzt. Und ab hier, ab dieser Zeile, ist das jetzt ein ganz normaler Ausdruck wieder, ein ganz normaler arithmetischer Ausdruck, wie wir das kennen, den wir uns jetzt schrittweise zusammenbasteln können. Schrittweise wird er ausgewertet, bis am Ende das Ergebnis 24 rauskommt. Wir hatten schon Check-Expect des öfteren Mal verwendet und auch hier bietet es sich wieder an, wie eigentlich bei allem, was wir implementieren, jeweils mit Check-Expect noch ein paar Prüfungen reinzusetzen. Sie erinnern sich, wenn dieser Check funktioniert, wenn er true zurückliefert, also wenn Factorial von 0 tatsächlich gleich 1 ist, beim Aufruf von dieser so definierten Funktion Factorial, dann macht dieser Check überhaupt keinen Mucks, ja, als ob es gar nicht existieren würde. Und ansonsten, wenn das nicht stimmen würde, wenn der erste und der zweite Parameter von CheckExpect nicht denselben Wert haben, dann bricht CheckExpect das Programm ab mit einer entsprechenden Fehlermeldung. Wir hatten auch schon gesagt, es ist immer sinnvoll, die Randfälle zu betrachten. Nein, das hatten wir noch nicht gesagt. Entschuldigung, das sagen wir jetzt zum ersten Mal. Die Randfälle mit zu betrachten. Der Randfall hier ist, dass n gleich 0 ist. Und diese Funktion ist so einfach strukturiert, dass wir nicht allzu viele Beispiele brauchen, um zu prüfen, dass diese Funktion tatsächlich korrekt implementiert ist. Dasselbe nochmal bei Fibonacci, nur natürlich etwas komplizierter. Hier haben wir zwei Randfälle, 0 und 1. Und auch diese Funktion ist letztendlich nicht allzu komplex strukturiert. Auch da brauchen wir nicht allzu viele Beispiele mit Werten außer den Randfällen, um zu prüfen, ob diese Funktion korrekt implementiert ist oder nicht. Dann dasselbe nochmal mit dem Binomialkoeffizienten. Brauchen wir nichts weiter dazu zu sagen. Und hier nochmal das letzte Beispiel, was wir auch in Java betrachtet hatten, jetzt auch in Racket. Nämlich in einem Intervall bei einer stetigen Funktion mit Vorzeichenwechsel durch Intervallhalbierung die Null oder eine Nullstelle zu finden. Wir hatten schon im Video zu Basics von Racket diese Kommentare, diesen Vertrag eingeführt mit dem Typ. Das kann man sich nochmal ansehen. F ist eine Funktion jetzt, die real of real abbildet. Wir bleiben im reellen Zahlenbereich. Wir schauen uns nicht komplexe Zahlen an, weil wir da nicht so ohne weiteres von Intervallen reden können. Hier sehen Sie, wie man typischerweise Funktionen notiert in diesen Kommentaren, nämlich Parameter, in diesem Fall nur ein Parameter, und Rückgabetyp. Das ist genau dasselbe, wie wir die Gesamtfunktion hier notieren mit diesem Pfeil vor dem Rückgabetyp. Genauso können wir einzelne Parameter, dieses f, die selber Funktionen sind, genauso notieren. Und genau so eine Funktion erwarten wir hier. Dazu werden wir mehr sagen dann in einem späteren Video zur Funktion höherer Ordnung, wo wir systematischer durchgehen, dass Funktionen Parameter sein können von anderen Funktionen, Rückgaben von anderen Funktionen. Und vieles mehr kann man mit Funktionen in Racket machen. So, hier nochmal die Voraussetzungen, dass es eine stetige Funktion in einem Intervall ist und dass der Vorzeichenwechsel ist und die Zusicherung, was zurückgeliefert wird. Und hier dann die entsprechende Funktion, völlig analog zu Java. Hier wieder unten die Rekursion. Und damit haben Sie jetzt alles zur Rekursion gesehen, was Sie brauchen. Sodass wir jetzt fortfahren können mit tiefergehenden Themen in Racket und Java.